Heute möchte ich euch ein tolles Ausflugsziel für Familien vorstellen. Westlich der Stadt Salem im Bodenseekreis findest du den Affenberg. Hier leben in einem ca. 20 Hektar großen Waldgebiet etwa 200 Berberaffen und die können sich dort frei bewegen. Doch nicht nur die Affen fühlen sich hier wohl. Auch Enten, Fische und eine Storchenkolonie von ca. 50 Storchenpaaren findet jedes Jahr hierher zurück, um zu brüten. Schmeiß mal! Na, darfst du die ganze Hand schmeißen, sonst sind's. Und sogar eine Dammwildhirte hat hier ihr Zuhause. Hey, Opa! Eine rund 1,5 Kilometer lange Wanderung führt uns auf gut angelegten Wegen durch die Welt der Affen. Aber nicht nur wir bestaunen die Affen, denn für die Tiere ist es auch interessant, uns zu beobachten. Ganz weit ausstrecken die Hand, dann holt es. Ja, das ist ihm zu klein, der möchte gerne ein größeres Stück vollkommen. Genau. Nehmen nur die Brüste. Sag ich mir, haben bloß die Kleinen gekriegt. Hier ist ein großes, nimm das. Tu das andere weg. Ja, schau, das will er. Warte noch. Petter. Seit wann kann er streifen? Für Kinder ist es natürlich immer faszinierend, Tiere zu füttern. Popcorn heißt das Zauberwort. Die lieben die Tiere ganz besonders. Gleich am Eingang kann man sie kaufen. Doch leider ist während der Corona-Zeit Füttern verboten. Aber auch das kommt wieder zurück. Berberaffen sind leider vom Aussterben bedroht und stehen bereits auf der roten Liste der IUCN, einer Weltnaturschutzorganisation. Die eigentliche Heimat der Berberaffen ist Marokko und Algerien. Doch auch den Felsen von Gibraltar haben sie erobert. Hier am Bodensee herrschen ähnliche klimatische Bedingungen wie in ihren Heimatländern. Drum fühlen sie sich hier so richtig wohl und können das ganze Jahr über in der freien Natur verbringen. Ja, schmeiß das runter. Einmal Körperpflege auf Affenart gefällig? Na, das tut gut. Das Frühjahr ist eine ganz besondere Jahreszeit im Leben der Affen. Denn ab da erblicken die Affenbabys zum ersten Mal das Licht der Welt. Eine ganz besondere Attraktion ist natürlich die Fütterung der Äffchen. Und die lassen wir uns nicht entgehen. Gut geschultes Personal betreut die Tiere liebevoll und gibt uns viele interessante Informationen. Was ihr eben gesehen habt, war nur eine kleine Zwischenmahlzeit, dass auch wirklich alle Tiere Zugang zum Futter haben und sich nicht darum streiten müssen. Wie der Name Berberaffe schon andeutet, liegt ihr Verbreitungsgebiet im Land der Berber. Das bedeutet, sie kommen aus den Gebirgsregionen Marokkos und Algeriens. Dort leben sie zum größten Teil in Eichen- und Zedernwäldern bis in Höhen von über 2000 Meter.
hinter dir. Hinter mir? Boah. Aber der frisst sie, die Läuse. Ja, lecker. Ja, Leonie nimmt das auch. Schau an, was er gesagt hat. Oh, die macht er zu seinem Mund. Auch die kleinen Hobbyfotografen können hier zeigen, was sie so drauf haben. Pinkschüssel langsam weglaufen. Gänseliesel. Wäre vorsichtig. Drei. Ja, die kriegen hier aber. Ah, vier! Und wo es schön ist, lässt man sich nieder. Das wissen auch Haubentaucher, Schwäne, Blatthühnchen, Gänse, Enten und viele andere Tiere. Darf ich vorstellen? Emil. Er ist der Platzhirsch und Chef von rund 20 Hirschkühen und deren Jungen. Auch hier dürfen wir wieder bei der Fütterung zusehen und mitmachen. Auf die Hand. Joni, auf. Auf die Hand. Wir haben bereits vom Parkplatz aus einige gesehen. Doch hier sind sie jetzt, die Störche vom Affenberg. Todesursache bei dem Weg in die Überwinterungsgebiete sind Stromleitungen und Strommasten, die von den unerfahrenen Jungstörchen noch nicht als Gefahr erkannt werden. Unter anderem deshalb war der Weißstorch in Baden-Württemberg mit nur 15 Brutpaaren fast ausgestorben. Mittlerweile ist der Weißstorchbestand auf über 800 Brutpaare angestiegen. Und das ist ein Erfolg, an dem mit Sicherheit auch die Störchenstation vom Affenberg einen Beitrag geleistet hat. Küken, ja. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich keine Obergang habe. Oh, schau mal, sind lauter kleine Küken. Die Küken, sind, leben die noch? Nein, die leben nicht mehr. Ich sag's ja immer, was die essen. So, die Tiere sind alle gefüttert und satt, doch auch wir haben jetzt richtig Heißhunger. Gott sei Dank gibt es hier die Affenbergschenke. Und in einem gemütlichen Biergarten, bei einem deftigen Wurstsalat, lassen es auch wir uns so richtig gut gehen. Öffnungszeiten und weitere Informationen findest du im Internet unter affenberg-salem.de.